Was mit, sprich mit mir? Wenn du drauf drückst, dann steht da ein Text, was du machen kannst. Auf jeden Fall, das ist da aber dafür da, dass der nächste Text, den du schreibst, also da kannst du so einen Text klein eingeben und mit dem Text kannst, der wird dann laut vorgelesen. Ja, zwei Pfeile. Ja, scheiße. Ja, weil das ist... Ich sag dir, das ist echt ärgerlich, Fluffy. Ich habe aber nur noch einen Pfeil. Und ich brauche aber noch drei. Was mache ich denn jetzt? Vielleicht sind ja hier ein paar drin. Aber die Festung ohne Pfeil ist auch für den Arsch. Hä? Wieso sind denn hier keine Pfeile? Ich habe ein Problem mit den Gerudos, lag aber auch bestimmt daran, dass ich immer die Bekoronsort rumgelaufen bin. Ja, die Quest habe ich halt noch nicht gemacht, ne? Ne, das Problem ist ja hier, wenn die diesen Sprung machen, ne? Das ist halt das Problem. Jetzt sind die eigentlich auch nicht schwer, sag ich mal so. Na gut. Oh, was ist der Kamera denn hier? Das war auch nix. Ich bin auch nicht so der Fan des Bikorons-Schwerts. Also ich weiß, es ist eigentlich besser, wenn man es nimmt, aber... Ich glaube, hier ist immer nur Geld drin, ne? Ja. Was mache ich denn jetzt? Was ist denn, wenn ich das hier mache? Okay. Scheiße, wo ist die? Ja, scheiße, sind die spawned. Egal. Oh Gott! Außer bei Gnondorf ist das Bikoron-Schwert bei den normalen Gegnern und den anderen Bossen doppelt so stark. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Endlich! Oh, aber danke nochmal. Also, dass das doppelt so stark ist. Aber ich wusste nicht, dass es für Ganondorf... obwohl, doch, das ergibt ja gar keinen Sinn, dass es bei dem stärker ist. Oh, wir haben alle.
Ich habe schon gedacht, du hättest mich vergessen. Vielen Dank. Ja, klar habe ich dich vergessen. Deswegen bin ich auch zum dritten oder vierten Mal hier. Ringo! Und da haben wir alle mit. So. Wer weiß, wer die darstellen sollen? Oder die, wen sollen die darstellen? Wir haben den Namen John, Paul, George und Ringo. Das verrate ich dir, was ich die Gerudos über die Wüste erzählen. Wer die Gespensterwüste durchqueren will, braucht das Auge der Wahrheit. Den Wüstenkoloss findet man jenseits der Wüste. Ich gehe jetzt zu meinem Zelt in der Nähe des Gerudo-Tals. Schau doch mal vorbei, vielleicht gibt es dort etwas für dich. Leb wohl. Ah, ich brauche das Auge jetzt schon. Ich bin beeindruckt. Um unseren Wachen vorbeizukommen, muss man schon sehr geschickt sein. Ich habe immer gedacht, dass alle Typen aus der Ganondorf wären ziemliche Waschlappen, aber ich muss meine Meinung ändern. Unsere Anführerin Naburo hat mir die Verantwortung für diese Festung übertragen. Hey Saku, was geht? Naburo ist die Stellvertreterin des mächtigen Ganondorf, des Herrschers der Gerudo-Kriegerinnen. Sie ist gerade auf dem Weg zum Geistertempel, der sich jenseits der Wüste befindet. Sie vermutet dort ein wertvolles Relikt. Du willst also einer von uns werden? Was? Na gut, du hast deine Fähigkeiten bewiesen. Du bist nun ein Gerudo. Nimm dies, damit kannst du dich in die Festung frei bewegen. Ja, wir haben jetzt den Gerudo-Pass. Jetzt hast du Zutritt zur großen Trainingsarena der Gerudo-Kriegerinnen. Ja. Ja, jetzt können wir, also jetzt sollen wir eigentlich in den Geistertempel. Das Problem ist aber, dass wir das Auge der Wahrheit brauchen. Die Beatles, genau, das sind die Beatles. Die Käfer. Hallo, meine Gute. Jetzt kann ich mit denen reden. Aber jetzt kannst du, ja. Cool, ne? Jetzt müssen wir nicht mehr rumschleichen. Finde ich eigentlich eine echt coole Sache. So. Gut. Ja, wir haben im Prinzip jetzt alles hier fertig in der Gerudo-Festung. Es fehlt jetzt nur noch eine kleine Sache. Da drin ist übrigens auch noch so ein Trainingsbereich, den würde ich aber eher zum Schluss machen. Das ist ein Bonus-Dungeon, sag ich mal. So, wie man das nennen will. Stehst du hier so? Nun, Kleiner. Nix nun. So. Wollen wir mal hier hoch. Ist das ein neues Gebiet oder? Nee, das zählt als dasselbe. Okay. Ich dachte schon, dass da auch nochmal eine Ladebox kommt. Obwohl, Moment. Wir machen mal die Zeit und dann gehen wir hin. So, das ist viel, viel angenehmer. Aha! So. Das schöne, schöne Lied. So, bevor wir im Prinzip das nächste machen, würde ich sehr, sehr gerne noch was ganz kurz mit der guten alten Epona machen. Ist ja eine der. Und zwar würde ich hier oben hingehen. Denn hier oben ist ein Trainingsparcours. Ein paar Beatles-Songs gehen für mich echt fit. Also, außer Yellow Submarine weiß ich gerade vom Namen her gar keinen. Bestimmt, wenn ich die höre. So. Hier haben wir nämlich ein Trainingsgebiet. Was ein bisschen kompliziert wird in dieser Version, aber hey. Bogenschießen zu Pferde, begabte Schütze sind willkommen. Beißleistung 0 Punkte. Okay. Also wir können auch, glaube ich, das Pferd daneben nehmen. Und übrigens, das hier ist die berühmte Gerudo, wo man immer wieder sagt, dass man von ihr aus ihrem Hinter kriegt. So, genau. Durch einen kleinen Glitch. Ich habe keine Ahnung, wie der aktiviert wird. Ich habe das mal gesehen, aber ich verstehe auch nicht den Reiz, den die Leute haben. Naja, so. Hey Junge, da bla bla bla. 1000 Punkte erreicht als einen genialen Preis. Willst du es? Ja. So, das ist eigentlich ganz easy. In Anführungsstrichen. Und zwar, Epona reitet selbstständig. Wir müssen eigentlich nur ein paar Punkte erreichen. Okay, wir haben leider nur 10 Pfeile. Das ist auch nochmal so ein kleines bisschen problematisch. Also am besten, glaube ich, Punkte kriegt man da vorne in der Mitte. Ah, scheiße.
Okay, wir haben 1000. Wir nehmen das kannst du bestimmt gut gebrauchen. Genau, ein Herzteil. Und wir können es auch noch ein zweites Mal machen. Ja. Achso, wir brauchen noch ein Pferd, klar. Und zwar, wenn wir, ich glaube, jetzt noch mehr Punkte erreichen, kriegen wir sogar noch mal eine Kleinigkeit. Du sollst sie ansprechen. Respekt. Ja, ich muss sagen, das war jetzt noch recht einfach und ich habe sehr viele Pfeile verschossen. Also eigentlich, so gut war das gar nicht. 1500 Punkte, ja. Nicht 1000, 2000, 1500. Aber ich sag mal, so unmöglich ist das hier gar nicht. Muss ja nur den Flow bekommen. Oh Mann! Nein, komm. Und wir haben keine Pfeile mehr. Okay, dann hat sich das automatisch erledigt. Ganz ordentlich, ja, bitte. Wir machen das jetzt so lange, bis wir halt die Punktzahl haben, denn wir kriegen damit ein kleines Extra. In Anführungsstrichen. Ich nenne es einfach mal kleines Extra. Was schön, dass die immer wieder neue Vasen. Ach Mann! Ja, man kann sich nicht so. Nicht so weit drehen, wie man möchte. Warum auch immer ich manchmal keine Punkte krieg. La 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 la. Der Stick ist kacke. Ja, schon verkackt. Aber ich hatte schon vorher verkackt. Egal. Ja, nochmal. Hatte ich vorhin mehr Rubine? Hatte ich nicht. Ne, 500 hatte ich nur, ne? Gibt es noch eine größere Geldbörse hier? Ich vergesse das immer. Ich glaube, wir haben das von letztens, habe ich das gefallen. Ja, danke. Schön. 9 Pfeile. Ja, ist ja unwahrscheinlich. Ja, hat sich erledigt. Alles klar, Strohkopf. Mach das. Reißverschlag? Ach, pfff. Aber es wird besser, ne? Es wird besser. So, ich guck mal, wie gerade mein Paket steht. Nein, es gibt nur den 500 Robinesack. Okay, dann sind ja die Fronten geklärt. Ach komm, die Funktion ist geil. Sollen wir die billiger machen, damit man das öfter machen kann? Oder sind 2500 gut? Also ich weiß ja nicht, ob... Ist das eine Funktion, die ihr gerne benutzen wollt? Weil ich finde die Funktion geil. Ich kenne die halt nur von anderen Streamern, dass man die nur aktivieren kann, wenn man Geld zahlt. Aber ich finde das hier ein bisschen zu schade. Also aktuell noch. Also vielleicht kann man das irgendwann mal so machen, dass man, ich sag mal, eine kleine Spende dafür. Nein, mir fehlen nur noch 550. Ja, definitiv. Ich wäre dafür. Gut, dann machen wir das billiger. Dann machen wir es auf 1500 oder 1000 sogar nur. Ich muss ja generell mal gucken, wegen den Sounds auch. Ja, man, schon verkackt. Ich hab schon verkackt, das bringt nichts. Also Geld haben wir definitiv genug. Ja, ich hab's erstmal ein bisschen teurer gemacht, damit halt nicht... Ja, ich verkacke jetzt die ganze Zeit.
Ja, nee, schaffe ich wieder nicht. Ich könnte höchstens noch, jetzt haben wir ordentlich 100 gekriegt, aber... Also ich muss auch echt sagen, das ist teils echt bescheiden, wie die Pfeile fliegen. Also besonders bei den Vasen, weil... das fliegt ja nicht gerade. Ach komm. Ja, das ist wieder auch sehr unmöglich. Ja. 1200 höchstens. Ja. 300 fehlen. Bin ich auch gut. Ja, gut. Mich stört das gerade, dass wir auf jeden Fall das... Zwei Pfeile haben wir schon verschwendet. Mhm. Na, scheiße. Möglich wäre es noch. Na, unverkackt. Ja, dadurch, dass Epona halt so blöd am Laufen ist. Ja, so blöd am Laufen. Ich schieße ja nicht gerade. Also ich meine damit... Ja, obwohl, ich weiß es gar nicht. Ach, scheiße. Ja, Mann. Also die Runde sah eigentlich ganz gut aus. Ich habe leider nur zu langsam. Und hätte ich alle Fässer gekriegt. Alle Vasen, meine ich. Ah. Mhm. Ach ja. Ich vertue mich immer mit der Drehung. Ja, sorry, wir kriegen das aber hin. Wir kriegen das aber hin. Ja, manchmal macht er zu weit rechts, manchmal zu weit links. Ich kann das total blöd einschätzen. Also bei der 3DS-Version ist es halt mega einfach, weil ich mit diesem. Ich komme persönlich mit Motion-Steuerung total gut klar. Scheiße, schon verkackt. Ja.
Man kann ja höchstens nur 100 Punkte pro Schuss kriegen. Deswegen, wenn ich 900 habe, sind schon nur 500 Punkte. Ich weiß auch nicht, ob das viel bringen würde. So, wir haben alle bekommen. Warum auch immer das gerade kein 100er Schuss war, der erste. So, jetzt würden wir zum Beispiel eine Möglichkeit haben von 1760 Punkte, wenn ich alle für 100 kriege. Und wir haben es geschafft. Puh! Ja. Danke. Der Riesenkösch. Jetzt kannst du insgesamt 50 Pfeile tragen. Huh! Wir haben's. Gut. Jetzt können wir hier wieder raus. Nein, nein, du sollst los weiter. Aber diese kleinen Stellen, ne? Das sind so kleine Erhebungen im Boden und da sagt dann so ein Problem, nö, da gehe ich nicht lang. Ja. Ist mir aber kackegal, ihr Pona, du gehst da trotzdem lang. So. Da sind wir wieder im Gerudo-Tal. Und hier können wir noch eine bestimmte Sache. Obwohl, nee, können wir noch nicht. Ah. So, die Brücke ist übrigens wieder repariert. Meine Arbeiter sind ziemlich weich, aber sie sind gemeinsam zuständig. Ja, 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 die haben den Job erledigt. Schön. Okay, da sind die Lümmel übrigens. Aber ich möchte gerne mit dem hier reden. Ich bin reisender Rennläufer. Ich habe das ganze Land bereist, um jemanden mit echtem Sportsgeist zu finden. Ob Menschen oder Tier. Ich habe alle Herausforderungen geschlagen. Du siehst sportlich aus und hast wohl auch den nötigen Biss. Da jetzt die Brücke über den Abgrund repariert wurde, suche ich einen Herausforderer für einen Marathon. Die Bestzeit von hier zur Brücke nach Kakeriko war 2:38. Das ist mein Rekord. Willst du sie... Ja, okay. So, die Sache ist... Das ist ein sehr alter Mythos. Und zwar... wir reiten jetzt dahin und der wird immer auf dieser beschissenen Brücke vor uns sitzen. So, und dieser Mythos besteht halt daraus, dass man den schlagen kann. Das ist aber unmöglich. So. Nee, dieser Mythos hat auch was zu tun mit, dass man irgendwie das Triforce bekommt und was weiß ich. Es gibt dazu auch sehr, sehr viele Videos. Die Sache ist aber, man hat Miyamoto meines Wissens gefragt und der hat gesagt, nein, das geht nicht. Und man hat sogar hier im Quellcode später geguckt und ja, man kann es nicht. Der ist immer da, egal wie lang. Und ich glaube, man muss man den sogar unter eine Minute schlagen oder so? Oder war das unter einer Minute mit, muss man schaffen, um... Nee, ich glaube, wir müssen einfach nur einen Rekord machen. Ich glaube, war irgendwie, dass man diese Zeit erreichen muss. Das ist übrigens einer der Geister. Ah, das bringt mir jetzt aber gar nichts, leider. Den müssen wir alle fangen. Nein, das ist Palmaton. Oh ja. Da ist er. In Sunshine hat der aber ganz schön an Leistung nachgelassen, wenn ihn da Mario beisiegen kann. Beisiegen. Ja, in Mario Sunshine genau ist der schon drin, also der Palmaton. Der, das ist im Prinzip der Läufer von Hyrule, aber der hat so einen Hut auf, dass der aussieht wie ein Palma. Warum auch immer, aber das ist ein cooles Easter Egg. Golch, hust, hust, Golch. Boost. Wow, das war sehr gut. Doch du hast mich noch nicht geschlagen. Deine Bestzeit war 1:24, aber ich war eine Sekunde schneller. Der ist immer eine Sekunde schneller. Gott, ich pust. Versuche es irgendwann noch einmal. Gott, ich pust. Mach's mal gut. Aber man kriegt gar nichts von dem. Und so zieht er von dann. Ich dachte, man kriegt was von dem. Okay.
Ich weiß, dass Miyamoto mal gesagt hat, dass der reingebaut wurde, nur um, dass man halt selber mal prüfen kann, wie schnell man hier in dem Spiel ist. Aber das war's. Mehr gibt's halt anscheinend nicht.